Und Christian und Betty dürfen jetzt etwas tun, wovon, glaube ich, jedes Kind träumt. Ihr dürft 7 Schokoriegel verputzen und das hintereinander. Ich bin ein bisschen neidisch. Wir beginnen bei Christian. Optisch hast du auf Purismus gesetzt, das heißt keinerlei Dekoration. Man sieht unten saubere Kanten. Wenn man hier genau guckt, würde man auch noch so ein bisschen den Fingerabdruck sehen. Beim nächsten Mal einfach Handschuhe anziehen. Außen kann man nicht viel sagen, es ist halt wirklich schlecht. Ich würde sagen, wir hauen rein. Beim Anschnitt sieht man jetzt wirklich die einzelnen Schichten. Die Schokoladenschicht ist ein bisschen dicker, aber darunter kann man wirklich die einzelnen Etagen gut erkennen. Also wir haben ja alle eure Rezepte im Vorfeld gelesen. Und dann gibt es natürlich immer so kleine Highlights, an denen man sich so ein bisschen langhangelt. Und bei dir war es definitiv dieser separat gebackene Käsekuchen. Hier oben hast du sehr viel Schokolade. Das heißt, dieses schöne Aroma geht natürlich durch die Schokolade gänzlich verloren. Beim nächsten Mal wirklich schauen, dass zumindest diese obere Schicht wirklich hauchdünn ist. Der Boden, der ist fest, aber man kann ihn gut beißen. Das Gelee ist eine gute Variante mit drin, das gibt dem Ganzen nochmal das Fruchtige. Der Käsekuchen, der geht tatsächlich durch die Schokolade komplett unter. Tausend Dank. Danke euch. Ich fange mal mit dem Äußeren an. Außen nur die dunkle Schokolade, wie beim Christian. Allerdings, du hast oben noch die Nüsse, die so ein bisschen durchschimmern. Gibt dem Ganzen halt einfach nochmal eine andere Optik. Der Glanz ist phänomenal, da kann man überhaupt nichts sagen. Man sieht überhaupt keine Schlieren, das ist super schön und sauber überzogen. Mir gefällt's. Danke. Was mir auch gefällt, dass unten keine großen Füßchen sind. Aber auch das Spiel von der Verpackung mit diesen Riegeln, sehr attraktiv. Und ich bin sehr auch bei dir auf den Geschmack gespannt. Also beim Anschnitt sieht man, unten ist die gebackene Komponente, der Haferkeks. Dann kommt die Joghurtschicht und hier oben verstecken sich dann halt auch die Früchte. Sehr frisches Konzept, sehr schön abgeschmeckt. Ich habe immer diese Säure von dem Joghurt, ich habe die Frucht dabei. Sie sind wirklich unglaublich lecker. Oben die Schicht mit der dunklen Schokolade ist sehr dick. Allerdings durch die Säure, die du eingearbeitet hast, hast du es geschafft, dass die Schokolade so ein bisschen abgefedert wird. Das hast du wirklich hervorragend umgesetzt. Also würde ich ein, zwei Mal kaufen am Kiosk, glaube ich. Vielen Dank. Danke. Wir haben Verwandtschaft in Australien und als ich dieses Thema gehört habe, habe ich mich direkt an unseren Urlaub erinnert und da haben wir halt immer Macadamia-Nüsse gegessen. Deshalb hat das Känguru auch eine australische Badehose an. Sie sehen so ein bisschen wilder aus. Man sieht das halt so auch an dieser Ganache. Man sieht, dass sie rübergelaufen ist. Das passt natürlich dann auch hier zur Banderole, dieser Drip. Allerdings, wenn ich dann sehe, dass so einige Stellen nicht ganz überzogen sind, da muss man auch bei wilderen Varianten halt genauer hingucken, weil wenn wild, dann gleichmäßig wild. Man muss ja auch zugutehalten, du hast ja frei Hand gemacht. Und das ist nochmal ein höherer Schwierigkeitsgrad. Dadurch kommt das Wilde natürlich auch zustande. Aber so muss ich sagen, Präsentation finde ich gut. Du hast es selber gesehen, es ist schwierig zu essen. Das gibt natürlich in dem Fall auch Punktabzüge, aber vom Geschmacksbild her, es ist ein wunderschöner Crunch. Du hast die ganze Zeit immer wieder was, auf dem du kauen kannst. Es schmeckt wirklich super lecker. Ich finde das Shortbread unten super. Bei der Glasur arbeiten wir noch, dass es wirklich dann auch to go ist und nicht mit der Gabel zu essen ist. Vielen Dank. Also wenn man so ein bisschen guckt, sind die Seiten so ein bisschen unterschiedlich.
Optisch finde ich auch deine Idee sehr schön. Ich finde es völlig in Ordnung, dass es auch nur eine Banderole ist. Es ist natürlich jetzt, wenn man es in die Tasche stecken will, etwas schwierig, weil dann schmiert es auf jeden Fall. Aber dass das Gold jetzt nicht gleichmäßig ist, finde ich völlig in Ordnung. Mehr gibt es da nicht so zu sagen. Also sieht super geil aus. Ja, ich freue mich auf den Blätterkokan. Man sieht hier jetzt auch beim Anschnitt gleichmäßige Verteilung von den Schichten. Dünnen Mantel, den du ausgegossen hast. Und jetzt holen wir uns mal goldene Fingerchen, bitte. Also ich bin sprachlos. Also es ist wirklich der Burner. Es ist affengeil. Vor allem das mit dem Blätterkokant. Diese 1000 Schichten, die dann in diesem Mund quasi immer wieder ganz, ganz leichten Crunch erzeugen. Es macht wirklich riesen Spaß, dieses Ding zu essen. Ich wüsste nicht, wo man es besser machen könnte. Blätterkokant kann häufig zu süß sein, aber mit deinen anderen Komponenten hast du so gearbeitet, dass es wirklich sehr ausgewogen ist. Toll zu essen. Vielen Dank. Danke. Ordentlicher Riegel, in New York sicherlich die normale Größe. Du hast eine ganz andere Verpackung gewählt, mehr tatsächlich, als wenn das eingewickelt worden ist, ganz frisch auf dem Markt. Das gefällt mir auch gut. Es ist so ein bisschen, dass es so ganz leichte Nasen bekommen hat, aber unten auch bei dir sauber abgesetzt. Also du hast frei auch gearbeitet, ohne Silikonform. Es hätte durchaus ein bisschen exakter sein dürfen, aber man sieht den wunderschönen Glanz der temperierten Schokolade obendrauf. Ich muss sagen, ich bin von der ganzen Präsentation auch von dir sehr angetan. Man sieht hier diese Keksschichten, dann habe ich hier in der Mitte die Erdnüsse, das Karamell. Also wenn man ganz doll unterzuckert ist, ja, dann nimmt man deinen Riegel auf jeden Fall mit. Ich muss jetzt was zeigen, was dieses Gebäck so außergewöhnlich macht. Diese Karamellsoße läuft dort hinaus. Du hast den Crunch, oben den Mürbeteig, Nüsse, Karamell, Salz. Ich muss nicht mehr essen. Ich nehme einfach schon mal zwei mit. Okay. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Göttlich lecker. Das Einzige, was man wirklich anmerken kann, ist beim nächsten Mal ein bisschen kleiner. Dann stimmt das Verhältnis auch zu der Menge, die man für so einen Riegel eigentlich auch essen könnte. Verstehe. Ja, danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Hier seht ihr meinen Proteinpumper für alle Sportler. Ich konnte damals meine Erfahrung sammeln im Bereich Bodybuilding und ich habe mich damit intensiv befasst, was für meine Ernährung wichtig ist. Auch du hast deine Verpackung ja zum Thema gestaltet und ich gehe davon aus, wir sehen hier dich mit so ein paar kleinen Gewichten links und rechts. Was ist denn da drauf? 206 Kilo. Chapeau. Bei dir ist auffällig wirklich der Glanz von der Glasur. Es ist gleichmäßig überzogen bis nach unten. Sehr schön gearbeitet. Es ist einfach für mich sehr ästhetisch. Mit diesem Rauen von außen durch die gehackten Nüsse. Mir gefällt es sehr gut. Auch bei dir kann man im Anschnitt schön die einzelnen Schichten sehen. Auch die Glasur relativ dünn gegossen. Ich bin sehr auf den Geschmack gespannt, weil bei dir geht es ja jetzt auch darum, dass es gesund ist und trotzdem schmecken soll. Es schmeckt natürlich Granate. Was mich wirklich unglaublich begeistert, ist dein Boden. Der hat so eine super feine Porung, ist mega saftig und dann auch noch diese hauchdünne Schicht mit dem Paillet Fettin. Ein Gedicht für Sportler, würde ich sagen. Vielen Dank. Was für mich beim Proteinriegel wichtig wäre, dass er halt auch sättigt. Und gerade durch die Datteln hast du das ja erhalten und auch die Erdnüsse. Das ist ja so die typische Komponente auch für Energy Balls mittlerweile. Das Einzige ist bei dir tatsächlich die Glasur. Die müsste fester sein. Vielen lieben Dank. Danke, danke euch auch. Vielen Dank. Thank you.
Ihr hattet ja jetzt schon 6 eher feste und schwere Riegel. Darum habe ich gedacht, ich bringe noch was Kleines, Leichtes zum Schluss mit. Und zwar ist in dem Riegel unten ein dünnes Shortbread drin, gehackte Mandeln, ein Mascarpone, Buttermilch, Mousse und drumherum die Ruby-Schokolade mit den getrockneten Himbeeren. Ruby ist ja eine rosa Schokolade, von daher finde ich das schön, dass die Verpackung auch in rosa gehalten ist. Und wenn man sie halt dreht, dann hat man halt auch immer noch irgendwie Sprüche damit drauf. Falls überhaupt nötig, kühl und trocken lagern. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Die sind wirklich sehr exakt gearbeitet. Man sieht diese Ruby-Schokolade. Du hast hier oben auch noch so ein bisschen mit weißer Kuvertüre gearbeitet. Vor allen Dingen, sie haben auch diesen Glanz. Das ist ja mal das Wichtige, gerade wenn man mit Schokolade arbeitet. Du bist ein bisschen schlichter geblieben, aber du hast die Dekoration quasi passend zu dem Geschmack gewählt. Sehr schöne Handarbeit. Beim Anschnitt ist auf jeden Fall der Mantel gut zu sehen. Und was man sieht, man kann deine Riegel tatsächlich häufiger anfassen. Das ist schon sehr gut temperiert, muss man sagen. Wichtig ist, dass man das einmal sieht, die Schokolade von außen. Sie ist sehr, sehr dick. Also da beim nächsten Mal, das kann ich jetzt schon sagen, auf jeden Fall ein bisschen dünner arbeiten. Es ist relativ süß, aber durch deine getrockneten Früchte fängst du diesen Geschmack halt wieder ein. Der Keks geht für mich so ein bisschen unter. Shortbread ist die falsche Wahl gewesen, weil das Shortbread an sich ist natürlich vom Biss her noch mal ein bisschen softer. Da beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall auf einen ganz, ganz dünnen Mürbteig setzen. Du hast aber das größte Risiko gewählt. Also du hast wirklich die kleinste Bühne, um Geschmack zu erzeugen. Also das ist natürlich dann noch schwieriger. Allerdings ist das von den Proportionen her nicht ganz ausgewogen. Vielen lieben Dank. Okay.